gefühlt waren wir immer eine Sekunde zu spät, irgendwie vom Kopf her irgendwie nicht so frisch, irgendwie dann hinterher und Mainz hat viel mehr Zweikämpfe gewonnen und dann sind einfach auch viel besser ins Spiel gekommen. Ja, sehr enttäuscht. Ich glaube, man hat es gesehen, wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht, waren nicht richtig in den Zweikämpfen drin, hatten zwar viel Ballbesitz, aber keinen effektiven Ballbesitz meiner Meinung nach. Waren selten in der gegnerischen Hälfte und haben dann über außen sind durchgekommen. Ich glaube, wir hatten nicht viele Schüsse aufs Tor. Ich denke, das zeigt unsere Leistung heute, die nicht gut war. Das weiß jeder Einzelne. Da müssen wir uns deutlich steigern nächste Woche. Es war, glaube ich, einfach nicht unser Tag. Wir haben sau viele Fehler drin gehabt, technische Fehler, einfach ja, kein gutes Spiel gemacht. Das ist sehr ärgerlich, weil ich glaube, das letzte Hinrundenspiel gegen Mainz war, das Rückrundenspiel gegen Mainz war ja, relativ ähnlich. Ja, aber wir waren heute auch nicht gut genug und somit hat Mainz verdient gewonnen. Ich meine, sowas kommt vor. Da darf man jetzt nicht immer den Teufel an die Wand malen, aber man muss die Sinne schärfen, man muss aufpassen und braucht eine gute Trainingswoche mit viel Selbstvertrauen, dass wir ja, dann gegen Bielefeld ein besseres Spiel machen. Ja, ich denke einfach, dass wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen müssen. Ich glaube, jeder Einzelne hat die Qualität, um deutlich besser zu spielen als heute. Wenn wir das zeigen, man hat es gesehen gegen Dortmund, was wir machen können, wie wir spielen können. Und so müssen wir gegen jeden Gegner spielen.